Form funktioniert literarisches Lernen mit Computerspielen ganz einfach, nämlich so wie mit allen Medien, die Geschichten erzählen. Auch Computerspiele haben eine Handlung, Computerspiele haben Figuren, die man analysieren kann. Und all diese Aspekte, die wir auch bei Literatur üblicherweise irgendwie lernen, lassen sich mit Computerspielen auch ja, besonders gut lernen, weil hier Computerspiele den Vorteil haben, dass sie ohne das Handeln des Spielers nicht weitergehen. So ein Buch kann man irgendwie durchgucken, einen Film kann man dran vorbeigucken, während der läuft. Beim Computerspiel muss man aktiv sein, damit es dann irgendwie vorangeht und das ist ein großer Vorteil von Computerspielen. Das Lernen rund um Literatur ist ein ganz großer Bereich. Das ist einer der zentralen Aspekte des Deutschunterrichts. Und hier lassen sich Computerspiele genauso gut einsetzen wie Literatur. Natürlich gibt es pragmatische Hindernisgründe. Es ist für viele Lehrer schwierig, das einzusetzen, einfach weil die sehr viel zu tun haben. Und es auch dann großen Aufwand bedeutet, diese Spiele dann nochmal zu didaktisieren und für den Unterricht aufzubereiten. Aber grundsätzlich bergen Computerspiele die gleichen Kompetenzpotenziale wie Literatur auch.